Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht's dran, dass wir das Häuschen von Baby Shark bauen. Der hat jetzt seine eigene Serie bekommen. Erst seinen eigenen Song, den so gut wie jeder gesungen hat, denn es war so ein schöner, nerviger Song. Ja, warum dazu denn jetzt nicht eine Serie? Die läuft jetzt auf Nickelodeon. Habe ich per Zufall entdeckt und dachte mir, Mensch, das Häuschen, das brauchen wir unbedingt in unserer Nachbarschaft. Und damit du dir natürlich auch das Häuschen vom Baby Shark bauen kannst, legen wir am besten gleich mal los, schnapp dir die Blöcke und dann geht's los. Heute für den Start holen wir uns erstmal ein bisschen blauen wie weißen Beton einmal raus, Akazienholzblöcke, Treppen und Stufen, nochmal roten wie gelben Beton, glatte Sandsteinstufen und purpurne Stufen sind dabei. Das Häuschen vom Baby Shark, da legen wir heute mal so los, dass wir nicht zuerst den Grundriss bauen, sondern wir fangen erstmal mit der Tür vorne an. So, dafür nehmen wir unseren blauen Beton und dann setzen wir uns erstmal vier Blöcke einmal nach oben. Schräg davon setzen wir uns einfach mal zwei einzelne hin. Die Mitte von unserem Häuschen machen wir einfach mal auf eine Länge von drei oben. Und dann geht es zur anderen Seite genauso wieder runter, also erstmal zwei einzelne und dann kommt hier einmal so eine Viererstrebe hin. Dahinter setzen wir jetzt einfach mal auf der Innenseite dreimal unsere Holzblöcke hin, auf der anderen Seite genauso. Die könnt ihr jetzt hier an den Seiten auf insgesamt, ja gut, machen wir auch nochmal auf vier Blöcke hoch. Das können wir ruhig machen. Dann geht es weiter, dass wir, na ich würde mal sagen, auf der Vorderseite so ein bisschen gucken. Und zwar machen wir jetzt erstmal das Ganze auf eine Zweierdicke von vorne her gesehen. Dann wollen wir schon mal unsere Tür reinbasteln. Dafür nehmen wir jetzt einfach mal roten Beton für den Bogen. Machen wir einfach auf drei Blöcke hoch und verbinden das oben einmal. So, den Rest, den wir jetzt hier sehen, den können wir einfach mal mit unseren Holzblöcken hier einmal zuziehen bis oben hin. Und dann fliegen wir auf die andere Seite und dann haben wir hier schon ein bisschen das Vormaß. Und zwar, dass wir jetzt an den Seiten hier zweimal Treppen drauf platzieren. Auf der anderen Seite auch nochmal. Erste Treppenreihe und dann kommt hier schon die zweite Treppenreihe. Und ganz oben setzen wir nochmal eine Stufenreihe hin. Hiernach setzen wir nochmal ein paar weiße Haifischzähne hin. Wir fangen vorne einmal an, oben in der Mitte. Und dann hier an der Seite wollen unser Viererstrebe einmal hier in der Ecke ein freilassen und darunter nochmal ein. Dann haben wir hier so ein bisschen die Zähne von diesem Haifisch, sage ich mal, vorne so ein bisschen dargestellt. Jetzt machen wir mal den Grundriss, so wie wir es kennen vom Häuschen. Wir nehmen unseren gelben Beton und gleich hinter unserem Eingang auf der rechten Seite, wenn man von oben guckt, nach rechts, setzen wir schräg davon zwei Blöcke hin, gehen gleich nach hinten weg und setzen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Insgesamt haben wir 7 Blöcke. So, andere Seite genauso, also schräg davon erstmal zwei Blöcke hin. Jetzt gehen wir mal nicht nach hinten, sondern noch einmal schräg nach oben und setzen hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hin. Können hier dann 1, 2, 3, 4 nach hinten gehen, dass wir hier 5 Blöcke haben. So, Rückseite ziehen wir genauso auf die gleiche Länge. Und dann gehen wir auch wieder hier einmal nach draußen und ziehen das rüber zur anderen Seite. Sollte dann perfekt aufgehen, dass es sich hier verbindet. Jetzt wollen wir unser Häuschen hochsetzen von unserem gelben Beton. Das hat jetzt aber zwei verschiedene Maße. Fangen wir erstmal hier zu, und zwar diesen hier hochzuziehen. Der Bereich vom Häuschen ist nur auf insgesamt 5 Blöcke hoch. Das können wir ruhig schon mal extra hier einmal hochziehen. Denn der andere Teil, den wollen wir ein bisschen höher ziehen, und zwar auf insgesamt 12 Blöcke. So, ich zähle mal hier den untersten mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, den Rest ziehen wir einfach mal hinterher. Wenn wir denn einmal oben angekommen sind, wollen wir das Ganze natürlich jetzt hier ein bisschen spitz zulaufen lassen. Das wird ja hier natürlich unser Hauptdach werden. Das Dach ist oben, sage ich mal, genauso wie an der Wand. Einfach alles mit gelbem Beton. Wir machen das Ganze jetzt einmal ein bisschen enger auf eine Zweierhöhe. Und dann machen wir hier einfach die nächste Ebene rauf, lassen dann aber auf der Seite zwei Blöcke Platz und setzen hier oben nochmal drei weitere Blöcke. Das Maß könnt ihr jetzt natürlich auch einmal auf die Rückseite so übernehmen. Ganz oben auf unserem Dach wollen wir uns in der Mitte noch eine Haifischflosse machen. Nimm dafür deinen blauen Beton und dann setzen wir in der Mitte einfach mal fünf Blöcke hin. Dann würde ich sagen, setzen wir in der Mitte nochmal drei hin. Dann lassen wir nochmal drei so nach hinten einmal überstehen und obendrauf nochmal zwei. Fertig ist die schöne Haifischflosse. Wenn wir die haben, wollen wir nochmal ein weiteres Dach hier an der Seite hinsetzen. Nimm dafür jetzt erstmal deine Purpurstufen. Die kannst du dir jetzt hier einmal an den letzten Block oben einmal überstehen lassen. Darauf setzen wir dann eine Reihe blauen Beton. Den Beton können wir an der Seite dann, sage ich mal, noch einmal drauf setzen. Lass dann jetzt hier vorne den einen Block einfach mal überstehen. Hier genauso. Hier können wir nochmal drei hinsetzen. Dann wollen wir natürlich hier schon wieder die nächste Ebene einmal raufziehen. Und dann könnt ihr hier ganz oben einfach die ganze Fläche gerade zuziehen. Wenn wir dann unser Dach hier fertig haben, wird es langsam Zeit, dass wir auch die Fenster in unser Häuschen einbauen. Wir fangen, würde ich mal sagen, auf der Vorderseite einmal an. Wir legen auch gleich los, wo wir gerade unser Dach fertig haben.
Hier auf der Vorderseite machen wir einfach mal ein Fenster auf eine Breite von 3 Höhe, 2 und oben in der Mitte schlage ich nochmal hinweg. Hier können wir auch gleich mal unsere Sandsteinstufen einmal platzieren. Nach oben könnte ich auch nochmal eine setzen. Dieses Fenster von diesem Maß würde ich nochmal auf der Rückseite machen. Nur, dass wir jetzt auf der Rückseite an der Seite mal so 2 Blöcke Platz lassen. Und dann können wir hier komplett das gleiche Fenster nochmal reinsetzen. Weil dieses Fenster so einfach ging, können wir auf der Rückseite nochmal 2 weitere uns hinsetzen. Da ist der Abstand ganz dir überlassen, da hat man nicht wirklich gesehen, wo da Fenster sind. Du kannst es entweder auf der gleichen Höhe machen oder auch mal ein bisschen willkürlich. Denn es ist ja, sag ich mal, so ein schönes Dekohaus und das kann man sich natürlich gestalten, wie man will. Daher setze ich mir auf der Rückseite einfach mal so 2 Fenster hier willkürlich einmal hin. Ich fliege dann gleich auch hier einmal auf die andere Seite von unserem Häuschen. Unten in der Mitte, zack, nochmal das gleiche Fenster hin, wie wir es schon die ganze Zeit hatten. Das passt hier ganz gut rein. Darüber lasse ich dann mal 3 Blöcke Platz und dann setze ich mir hier wieder einmal so dieses Fenster einmal rein. Und dann sollten wir hier noch so um die 2 Blöcke haben. Wunderbar. Bei den oberen Fenstern würde ich mal sagen, das können wir auch ruhig zu einem Balkon machen. Oh, ich setze hier einfach nochmal eine weitere Blockreihe ran. Darunter nochmal die Stufen hin. Na, wir könnten auch theoretisch hier oben drauf mal nochmal 2 Stufen hinsetzen, wenn wir es möchten. Aber ich würde mal sagen, ne, hier lasse ich mir das mal so offen. Über diesem Fenster machen wir hier nochmal oben im Dach nochmal ein Fenster rein. Da schlage ich mir hier einfach die 2 Reihen weg, setze mir hier unten einmal die Stufen hin und fertig ist auch dieses. Bleibt am Ende nur noch die eine große Vorderseite. Hier möchte ich mir nochmal 2 Fenster machen. Ich mache mir mal eins hier in die Ecke hin. Können wir ruhig auch nochmal unsere Stufen hier einmal platzieren. Über diesen kleinen Fenster lasse ich mir mal 2 Blöcke Platz. Dann schlage ich mir hier 3 mal weg. Auf der anderen Seite schlage ich mir auch nochmal 3 weg. Und dann oben in der Mitte, na, würde ich mal sagen, machen wir hier nochmal 3 weg. So, den Rest kann ich mir hier mal ein bisschen freihauen. Ich gehe mal von aus, hier könnten wir theoretisch das nochmal erweitern, dass wir hier oben 5 Blöcke haben. Bei den ganz großen Fenstern, was wir oben haben, würde ich mal sagen, könnten wir noch an der Seite nochmal einfach 2 Treppen hinsetzen. In der Mitte setzen wir dann hier nochmal eine Holzblockreihe und oben drauf mache ich mir nochmal 2 Stufenreihen hier einmal hin. Wir könnten auch nochmal unseren weißen Beton nehmen und dann setze ich mir nochmal ein paar Haifischzähne hier einmal rein. Einfach in die Ecke 2 einzelne weiße Betonblöcke. Und wir haben ja hier eine 5er Mitte oben. Das heißt, hier können wir einfach mal zack nochmal einen weiteren Haifischzahn hier oben in der Mitte hinsetzen. So, wenn wir das haben, wird es wieder Zeit, die Blöcke einmal zu tauschen. Die nächste Runde geht es dann weiter mit glatten Quarzstufen, Granitmauern, oranger Beton, dann ein paar Knöpfe. Einmal die Wirkknöpfe, Akazien wie Birkenschalter. Denn blauer trockener Beton begleitet uns und hellgrüne Keramik wie eine Birkentür. Kommen wir erstmal zur Tür, die könnt ihr natürlich gleich vorne einmal reinsetzen. Denn verwenden wir erstmal unsere glatten Quarzstufen und die sind zwar dafür jetzt einfach nur gedacht, oben bei unseren Zähnchen hier nochmal die Lücken zuzumachen. Und dann geht schon ran an unsere Granitmauer und orange Beton. Das soll unser Schornstein sein und zwar bei unserem Babyschalkhaus ist der Schornstein einfach eine Koralle. Ja, in dieser Unterwasserwelt sind Schornsteine Korallen, warum auch immer, jedenfalls ist das so. Ich setze jetzt einfach mal erstmal eine Mauer hin, darauf dreimal Beton, darauf wieder eine Mauer und dann könnt ihr hier einfach so ein bisschen, sag ich mal hier, zack, ein bisschen orangen Beton ransetzen, vielleicht noch eine Mauer zum Haus. Na, man könnte auch was überstehen lassen. Na, das sieht doch nicht schlecht aus. So, nächste Aufgabe sind es, ein paar Seepocken an das Häuschen zu platzieren. Das heißt, du fliegst jetzt hier überall so lang und setzt jetzt einfach deine Knöpfe immer abwechselnd so ein bisschen hier hin. Fang erstmal am besten mit einer Farbe an. Wenn du die erstmal überall einmal so ein bisschen platziert hast, nimmst du eine neue Farbe. Wenn du dich ausgetobt hast mit deinen Seepocken, geht es nun ran, unsere Fenster fertig zu bauen. Die sind natürlich noch offen, hier kann man reingucken, das wollen wir natürlich nicht. Dafür nehme ich jetzt einfach mal meinen trockenen Beton. Da musst du natürlich irgendeinen Block runter platzieren, dass man da natürlich nicht, also dass der natürlich nicht runterfällt. Beim Häuschen sieht man auch noch ein paar Vorhänge, die stelle ich mir jetzt einfach mal mit der hellgrünen Keramik mal so ein bisschen da und dann haben wir schon das eine Fenster fertig. Bei diesen kleinen Fenstern, die wir jetzt hier immer so gebaut haben, würde ich überall das gleiche Muster nehmen. Von denen haben wir natürlich einige, das heißt, hier kannst du immer wieder den gleichen Abschnitt nehmen. Immer diese schöne Massenarbeit in Minecraft, das lieben wir ja. So, hier habe ich noch das eine Fenster, mache ich natürlich auch nochmal zu. Hier bei dieser kleinen Ecke, da kannst du natürlich auch gerne, wenn du möchtest, einen Vorhang nehmen. Musst du nicht, kannst du machen. So, dann habe ich das auch fertig. Bleibt natürlich noch einmal hier das ganz große oben. Na, hier würde ich nochmal sagen, könnten wir ruhig nochmal, zack, eine weitere Betonreihe dahinter setzen. Und dann kommt hier auch schon unsere Betonreihe. Einmal schön hier alles zuziehen. Wunderschön. Ja, wir haben noch ein offenes Fenster hier oben. Hier wollen wir natürlich auch nochmal machen, dass dazu ist. Ganz oben würde ich jetzt aber mal auf Vorhänge verzichten. Da mache ich das einfach mal nur blau.
Ich habe mir noch ein paar Deko-Blöcke rausgeholt und zwar oben bei unseren Balkon oder wenn das ein Balkon sein soll hier, ich weiß es nicht genau, habe ich mir noch einfach mal ein paar bunte Blöcke rausgeholt. Die kann man sich als Deko hier nochmal so ein bisschen platzieren, wenn man möchte. Da kannst du auch gerne in den Balkon was reinhauen und fertig ist denn unser Babyshark-Häuschen. Aber was heißt denn immer, es ist fertig? Ja, man hat es jetzt hingebaut, trotzdem muss man natürlich noch ein bisschen die Umgebung machen. Ihr könnt zum einen euch natürlich den Boden nochmal mit Sand ein bisschen austauschen. Ich habe jetzt auch hier vorne bei der Haustür mir das nochmal mit Stufen ein bisschen hervorgehoben. Das sage ich mal, dass hier unser Gehweg, sage ich mal, einmal im Boden drin ist. Da kann man natürlich auch die Tür ein bisschen besser hervorheben, wenn man reingehen möchte. Ist natürlich jetzt nicht eingerichtet, ist natürlich wie immer hier ein schönes Sammelhäuschen. Aber wer möchte, kann sich es natürlich innen drin auch gestalten. Wenn du es dir natürlich innen drin gestalten möchtest, solltest du natürlich aufpassen, wie du dir deine Fenster dann planst. Bei mir habe ich die natürlich jetzt einmal willkürlich gemacht. Das kann man sich natürlich gestalten, wie man möchte. Ja, ansonsten, wie kann man sich seine Unterwasserwelt hier noch ein bisschen als Deko machen? Macht euch ein paar Steinhaufen hin. Ihr könnt auch gerne solche Ranken, Gräser, als Seetang oder sowas platzieren. Wenn man hier halt nicht unter Wasser ist, muss man ein bisschen kreativ sein, was man hier so ein bisschen setzen kann. Ihr könnt natürlich auch Korallen an der Oberfläche setzen, sind natürlich leider mal grau, aber in der Kombination mit Steinblöcken kann man sie doch da gut eigentlich für nehmen. Zum Beispiel auch hier, guck, die eine Koralle oben drauf hingesetzt. Ich finde doch, das sieht noch ein bisschen was aus. Wir haben es wieder geschafft, wir sind am Ende des Videos angelangt. Jetzt kannst du natürlich hier einmal ein bisschen die Umgebung noch gestalten für Babysharks Häuschen. Oder schau es am besten gleich noch in der Infobox, da gibt es noch weitere tolle Videos. Oder abonniere den Kanal, dann verpasst du solche Dinger hier in Zukunft gar nicht mehr. Tja, dann war es das hier für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut rein und ciao.